Na dann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Rome Total War 2 mit mir als Spartiaten bzw. Spartaner und dem lieben Tobi mit den Seleukiden. Servus. Ich habe diese Runde angefangen. Wir haben leider vergessen, die Folge offiziell zu beginnen. Ja, nein, ich will immer noch keinen Nichtangriffspakt mit dir. nicht aufgeben. Nee, ich glaube auch. Das Einzige, was ich im Grunde noch gemacht habe, bevor ich die Runde beendet habe, ist dieses... Alter, kann der Typ mal aufhören zu labern. So, jetzt. Ich habe meine Flotte hierhin bewegt und... also, Flotte, mein Schiffchen. Genau, und mehr ist aber eigentlich sonst auch nicht passiert. Okay, super. Ich... Wolken. Wolken. So, also eine Tochter wird erwachsen. Sexy. Im heiratsfähigen Alter. Eine neue politische Intrige hat sich entwickelt. Okay, aufhetzende Partei seleukidischen Dynastie, was? Okay. Muss ich mir dann nochmal anschauen. Der Sabah hat was sehr Dummes gemacht. Und der zwar, hat, was hat der Sabah denn gemacht? Der hat seine Haupt, Hauptstadt, da hatte er zwei Fullstack-Armeen oder anderthalb quasi. Und hat die jetzt rausgeschickt. Also jetzt ist seine Hauptstadt ist frei. Also... Ich weiß nicht, was das soll. Aber naja, dann nehme ich sie mir mal. Warte. Belagern. Und dann kommt die zweite Armee noch. Und das machen wir jetzt auch automatisch, weil das ist. Ja, Bisschen sicher. Ah, okay. Na dann machen wir wirklich automatisch hier. Ja. Alter, ein Level 5er oder was sind das? 6? Sechster Kommandant, lol. Ja, das sind, also die 500 erste ist halt, die habe ich seit Beginn der Zeit. Stufe 6 Armee, krass. Ja gut, die leveln bei dir natürlich auch schneller als bei mir, weil du bis jetzt deutlich mehr Schlachten hattest. Ja, also bei dir, man könnte bei dir auch noch, so machen, dass man, die Armee in der eigenen Provinz aufstellt und die dann plündern lässt. Und dann entstehen halt die ganze Zeit Rebellionen und dadurch steigen sie auf. Ja gut, aber nachdem ich eigentlich genügend Probleme mit öffentlicher Ordnung habe, bis jetzt. Ja, klar. Beziehungsweise nicht mein eigenes Volk ausbeuten will. Was machen wir denn hier? Forschungsrate und Bildung klingt doch gut. Handel, Landwirtschaft. Ja, aber minus 4. Nee, dich reiß ich ab. So, du stapfst mal Richtung Maskat. Der hat jetzt irgendwoher eine zweite Fullstack-Armee herbekommen. Ich weiß aber nicht, woher. Also könnte sein, dass ja es ein bisschen schmerzhaft für die 212. wird. Aber mal schauen. Du stapfst mal Richtung... Ah! Was denn? Ich habe gerade gesehen, Pella wurde wirklich von den Seleukiden... nicht von Seleukiden, von Syrakus eingenommen. Ah, cool. Dann nehme ich das zuerst ein vor Epidamnus. Mhm. Ist nur die Frage, wie geschwächt sind die? Alter, okay, gut. Läuft. Allerdings ist die Makedonier sind noch nicht ganz am Ende. Die haben eine Flotte noch, die ziemlich angeschlagen ist, die sie noch in der Nähe halt dümpeln haben jetzt. Ah ja, okay. So. Dann mal wieder Diplomatie.
Avena sind immer noch minus. Seid gegrüßt, mein Freund. Setzt euch und regt mich mit euren Worten zu Ärger oder Zustimmung an. Wie ihr wollt. Da, die mag einfach nicht. Angebot. Na gut, dann eben nicht. So. Willst du mit mir handeln? Niedrig, dann eben nicht. Willst du mit mir handeln? Nee, sicher nicht. Willst du? Nein, auch nicht. Kusch, nein. Mhm, okay. Luthiana? Nein, okay. Ja, Kusch brauchst du sowieso nicht fragen. Oh. Müssen kuschen hier. Es gibt noch eine, die sieht genauso aus wie die Avena, also auch sehr hübsch. Was ist? Hat die eine Zwillingsschwester? Ja, wahrscheinlich. Also, ja, könnte sogar sein. Ja, sieht genauso aus wie die andere, auf die du scharf bist. Ja, doch. Ja, könnte schon sein, dass sie die Zwillingsschwester ist. Ja, und ist genau daneben, also. Und es ist genau daneben, ja, das klingt doch dann sehr wahrscheinlich. Natürlich. Mhm. Gut, also. So, ich glaube, ich wäre dann... Ah, nee, genau, stimmt, ich wollte noch schauen, was jetzt die neue Fraktion gemacht hat. Achso, es hieß doch gerade, dass da eine neue Fraktion gebildet wurde. Warte, du... hast noch nicht genug Karriere-Dings da gemacht, um irgendwas zu machen. Was mache ich denn mit dir? Forschungsrate. Dam, dam, dam. Was mache ich mit dir? So, nee, das passt alles. Gut, dann bin ich gleich soweit. Ich muss noch kurz meine ganzen Agenten losschicken. Okay. Okay, dann schick mal deine Agenten. Aber weh, sie machen irgendwas, was mir nicht gefällt. Nee, keine Sorge. Nee. Nie im Leben. Was denkst du denn von mir, hallo? Ah, ich habe noch eine Militärtradition. Das ist natürlich geil. Oh, warte mal. Dann mache ich doch mal die Streitkraft. Super. Dann Hanse ein Glück vegetiert immer noch da oben. Die da gehen weiter. Ja, die Hanse ein Glück warten sehnsüchtig auf Spartanerfleisch. Gut, du bist dran. Ah ja, kann ich mir gut vorstellen. So. Entschuldigung. So. Handelsabkommen aufgelöst. Der Handel mit dieser Fraktion ist nicht mehr möglich. Makedonien. Ich habe mit denen gehandelt. Ja. Sparta. Es besteht nun jede Runde eine hohe Chance auf eine Sezession oder einen Bürgerkrieg. Wieso das denn? Oh oh. Untertan erlangt Allbekanntheit. Der Name eines eurer Untertanen. Ist, ob sich das heißt, Reichtum ist der entsprechende Begriff dazu. Ja, schaue ich mir mal an. Was ist denn passiert? Es gibt Gerüchte über einen alten Schmied, der tief in den Wäldern lebt. Man sagt, er stelle die besten Speerköpfe und Schwerter her, die je gesehen wurden. Ihn besuchen, etwas kaufen, warte, ihn besuchen. Solche Dinge muss man sehen, um sie zu glauben. Ihr solltet den alten Mann aufsuchen und euch selbst davon überzeugen. Etwas kaufen, beauftragt einen Diener damit, einige Waffen von dem alten Schmied zu kaufen. Bei seiner Rückkehr können wir die Qualität prüfen. Wir haben keine Zeit für alte Schmiede. Ich würde ihn mal besuchen. Mhm. Wer weiß, vielleicht kann ich ihn als Folge anheuern. Oder irgendwie sowas. So. Jo. Mal gucken, wie geht's denn weiter? So, hier drüben ist jetzt minus 5. Why that? Weil hier irgendwas passiert ist.
Ich habe nur keine Ahnung, was. So, schauen wir mal. Aber sie hat bis jetzt auch nichts gefunden. Ich schaue mir mal an, wie das hier ausschaut eigentlich mittlerweile. Aber auch Ereignisse minus 3. Wie kann ich aufstehen? Ich gehe mal hier rüber mit dem Spion. Ups. Los, lauf. Ja, schneller als Hermes, ist mir klar. So, Siedlungssabotage. Was kannst du hier machen? Auskundschaften. Erfolgswahrscheinlichkeit 25%. Hat sie da schon irgendwas erkannt jetzt? Wo sie doch schon hier steht. Ich schau mal, bevor ich diese Siedlungsdingens mache. Nein, ich hätte gern die... Sie hat eh schon die ganze Armee aufgedeckt. Brauche ich nicht noch extra Ding. Okidoki. Also, ich glaube, in 2 Runden geht bei mir hier nochmal ein Krieg los. Denn 1, 2, 3, 4, 5, beziehungsweise kein Krieg, sondern 7, 8, dann wie viel habe ich dafür schon? 1, 2, 3... Was, wieso geht dann? Ach so, weil Maximum an Rekrutierung. Hä, aber dann kann ich doch weiter rekrutieren normalerweise. Zu euren Diensten. So. Hä, was ist denn Rekrutierung der Einheiten? Nee, ist nicht möglich. Ihr habt bereits die maximale Anzahl dieser ich kann davon gesamt nur irgendwie 6 oder so machen von diesen Gorgos-Plänklerinnen. Okay, dann das kann sehr gut sein. Mache ich noch 2 Steinschleuder-Boys. Das ist ja immer bei so der heftigen Einheiten. Ja, bei Special-Einheiten, genau. Mhm. Und dann noch spartanische Obliten. Okay, es sind wohl doch 3 Runden, weil ich brauche 2 Runden für die Rekrutierung meiner Einheiten und dann rücke ich mit 2 Fullstacks wahrscheinlich in Pella ein. Interessant, okay. Und sie... Kann ich da irgendwas anderes machen außer Auskundschaften? Kritischer Erfolg 1%, Erfolg 24%, negatives. Ja, nee. Das ist mir nicht wert, da jetzt Geld dafür zu investieren, dafür, dass sie sehr wahrscheinlich sowieso wieder scheitert. ja. Na dann. Ja, dann. Habe ich zwar jetzt nicht mehr großartig geschaut, ob ich noch irgendwie mehr hätte machen können, aber nachdem keine Bauberichte oder sowas angefallen sind, dürfte auch nicht so viel sein. Makedonien wollte dieses Mal nichts von mir. Aber die haben immer noch eine Stadt, sehe ich gerade. Puldeva. Ja, genau. Das ist jetzt deren Hauptstadt. Sabba! Die schicken ihnen gerade ihre... Armeen rum. Durch ein Bündnis wären unsere Länder die können ruhig Persien an. Unzertrennlich stark. Das ist Pergamon. Mächtig. Was machen die? Die wollen, dass ich ihnen für, dass ich 100 Goldmünzen zahle und gleichzeitig und dafür ein Schutzbündnis mit ihnen bekomme. Also Pergamon ist tot. Ja. Die haben deswegen, keine Stadt mehr. Deswegen wollen sie ein Schutzbündnis mit mir, weil irgendwer soll sie verteidigen, irgendwer, der noch Truppen und Städte hat. Ah, krass, wie schnell das jetzt... Pergamon war in ganz Asien, das in gefällt weder Göttern Pontos noch und in Galatia. Hätte ich mehr. Ach, Alter. Du Scheiße! Okay, Syrakus, du bist hiermit offiziell dem Tod geweiht. Hat er, was hat er gemacht? Er greift gerade meine Stadt an. Und zwar, wie heißt sie nochmal? Keine Apollonia. Ahnung, ist auch egal. Apollonia. Kann ich, wenn ich jetzt vorrücke, verhindern, dass er noch bis zu der Stadt läuft? Nicht, oder? Ich kann nur Schäden in der Stadt oder sowas verhindern. Ich weiß leider gerade nicht, wie das noch war.
Okay. Ich bezweifle, dass ich viel ausrichten kann, aber ich glaube, ich versuche das zu kämpfen und schau mal, ob ich noch ein paar von seinen Einheiten in den Tod ziehen kann. Mit, weil das... Hast du da Pikiniere drin? Ja, aber eigentlich nichts Gutes. Ich habe spartanische Pikiniere, periökische Hopliten und spartanische Jugendliche, Helotensteinschleuder. Ich habe nicht viel da. Okay. Also, ich habe keine besonders guten Chancen, da irgendwas Sinnvolles rauszuholen. Ja, aber ich kann vielleicht auf jeden Fall mal... genau. Ich kann vielleicht ein paar von seinen Truppen ausschalten. Soll ich zusehen? Nachdem ich bezweifle, dass du mir den Gefallen tun würdest, blind in meine Phalanx reinzurennen, wäre das wahrscheinlich ganz gut, außer du willst mir spielen. Also ich würde dir mal blind deine Phalanx rennen lassen. Blind in meine Phalanx rennen lassen? Ja, und schauen, was passiert. Schauen, was passiert. Okay, ich fürchte, sie werden die Stadt trotzdem einnehmen. Auch wenn ja, aber er ist Phalanx lustig. Okay, ja. Absolut lustig. Ja. Nee, ich greif dich jetzt sowas an. Nee, schon. Naja, richtig fett, Alter. So mit richtig viel Strategy und so. Ja. Hammer und Amboss, sage ich da nur. Ja, genau. Ich bin der Hammer und du bist der Amboss. Du wirst von mir geschlagen. Ja. Mal schauen. Das Problem ist, am Ende ist der Amboss standfester als der Hammer. Ja, das ist wohl so. Der hat auch nicht mehr ganz so... Nee, seine Einheiten sind auch alle geschwächt, deswegen habe ich auch gesagt, ich marschiere in zwei Runden, marschiere ich bei dem in die Stadt rein. Mhm. Aber... Also, was dir tödlich wäre, die Fernkämpfer, weil die sind gut. Ja, aber ich schätze, auf die werde ich irgendwie ein paar von den Jugendlichen hetzen oder so. Ja, würde ich auch. Schönes Dörfchen hier. Ja, warte, hatten wir das nicht schon mal? Ich meine mich daran zu erinnern. Irgendwas war hier schon mal. Okay. Also, du siehst da, wo deine Armee grundsätzlich mal am Anfang stationiert ist. Ich würde da diese zwei oder da den einen Gang zu bombardieren. Ja, es gibt da zwei Gänge. Ja, ich weiß. Ich nehme den von dir aus gesehen linken. Ja? Nicht den kleineren? Ist der. Ah ja, stimmt, der rechte ist kleiner. Genau. Dann nehmen wir den. Nehmen wir den. Wir erwarten eure Befehle. So. Warte mal. Schauen wir mal. Okay, das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass der General da vorne mitkämpfen muss, sonst geht's nicht. Oh, ich habe sogar Fernkämpfer-Kavallerie. Okay, der hätte dich so auseinandergenommen. Ja, glaube ich auch. So, eine Einheit Pikiniere, eine Einheit Dingsens. So, dann die Jugendlichen. Was könnt ihr? Ihr könnt eigentlich nichts außer hoffentlich ein bisschen irgendwas ausrichten. So, und ihr zwei stellt euch bitte hier hin. Und schießt auf alles, was euch vor die Steinschleudern kommt. So. Na dann. Ready? Jo. Diese Banner sind Omen des Untergangs. Dann greife ich mal die Pikiniere an. In Angst und Schrecken verfallen. Sie mögen uns zahlen, bitte alle rennen. Überlegen sein, aber ich habe jetzt, alle rennen. Ich habe jetzt, alle auf, gemacht. Ja, okay, alle auf was? Nahkampf. Ah. Praktisch. Warte, die wollten einfach die ganze rennen. Bitte. Deine Pferde rennen doch auch. Ja, jetzt. Die wollten die ganze Zeit nicht. Okay, so. Also die Phalanx steht links, ist die Pikinier-Phalanx. Genau, ja.
ja, ist meine Generalseinheit in dem Ding. Der hat gerade noch eine ermutigende Rede geschwungen von wegen hebt die Banner, denn sie sollen, der Feind soll sie sehen. Die sind zahlenmäßig vielleicht unterlegen, aber keine Ahnung, irgendwas Tolles können wir auf jeden Fall erreichen. Irgendwas können wir erreichen. Ja. Das ist doch mal gut. So, wie sieht denn das hier jetzt aus eigentlich? Hier rennt alles in die Phalanx rein. Fängt schon an zu wanken. Ja. Defensivmodus ein ausschalten. Wieso? Unser General wird angegriffen. Mein General wird angegriffen. Ach, sag bloß. Kann der irgendwas Tolles? Also, für Sparta, Jungs. Ja, bis jetzt ist nur einer von meinen Männern gefallen. Ja. Tut was für euer Geld. Tötet die Dreckskerle. Alter, wie gestaucht jetzt meine hier hinten. So ein Schwamm. Ich bin mir nicht sicher, ob das klug ist, was ich jetzt versuchen werde, aber ich meine, dafür versuche ich es ja, um das rauszufinden, ob das klug wird oder okay. Nicht. Weißt du? Ich schicke meine Fernkämpfer in den Nahkampf. Warum haben sie keine Option mehr? Doch, doch. Die schießen schon. Also, actually schießen sie gerade nicht. Warum schießt ihr nicht? Eben. Steinschleuderer! Oder? Nee? Nee, die schaffen. Böllern! Randa, Matrosen! Ah, jetzt, oder? Das sieht erstmal nicht schlecht aus. Leute! Klöppeln! Ja, schießt, auf geht's, los! Hä, nee, jetzt laufen sie wirklich vor. Ihr habt doch Munition, was tut ihr denn? Ich hab auch automatisches Schießen an. Wisst ihr, was Lustiges hören? Ein General hat keine einzige Einheit ver... Was? mein General hat auch keine einzige Einheit verloren. Das ist lustig, ja. Es ist schließlich ein General. Hallo, Entschuldigung, sorry. Muss ich hier noch irgendwas dazu sagen? So, also für alle von den Zuschauern, die jetzt denken, oh, ist ja voll langweilig, der hätte das ja eigentlich nie geschafft, das ist voll das Cheating. Doch, ich hätte das nämlich genauso gemacht, weil es ist Sparta und es hätte wahrscheinlich mindestens genauso gut funktioniert, einfach weil es Sparta ist. Also, ich würde sagen, dass du auf jeden Fall verloren hättest, weil der Fernkämpfer gehabt hätte, die ja auch eingesetzt hätte als Fernkämpfer. Ja, also an sich hättest du wahrscheinlich die Hopliten vorgeschickt. Die werden wahrscheinlich dann von den ganzen Leuten, von den ganzen Speeren zermalmt geworden. Aber Steinschleuderer! Die Hopliten die hier hättest schießen du irgendwie nicht so richtig, glaube ich. Ja, jetzt schießen die. Speer Infanterie zu euren Diensten. Hast du die Fernkämpfer absichtlich nach hinten rausgezogen? Ja, damit du mich nicht einkässt. Hat prächtig funktioniert. Ja, wenigstens habe ich vier von deinen gemacht. Vier von meinen was hast du gemacht? Pikinieren. Hast du? Ja. Du bist ein Schandfleck, Alter. Jugendlicher! Angreif! Warte mal, ich schick dir jetzt mal. Verstanden! Randa-Soldaten!
Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Mhm. Aber, also, jetzt hat. So, Gefecht beenden. Ich sag mal so, also, wenn du das allein gespielt hättest, dann... Hätte ich wahrscheinlich Larisa verloren jetzt. Ja, weiß ich nicht. Würde ich nicht sagen, weil es hier war... Also die hatten zwar Fernkämpfe, aber wenn du... die Pferde hätten vielleicht... Ja, maximal 10, 20 von deinen Einheiten getötet und die anderen Fernkämpfer hättest du mit deinen mit einer Einheit einfach wegschicken können. Ja, hätte ich wahrscheinlich mal können. Du, ich muss kurz runtergehen, ich komme gleich wieder. Ja, klar. Jo. Dauert wahrscheinlich nur irgendwie. Ja, kannst du.